Ja, hey, willkommen, mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. Nein, nicht Vesperia oder Xilla 2. Zestiria. Ja, ich habe wieder ein paar DLC-Klamotten anprobiert, von denen ich aber nicht weiß, ob wir die irgendwie mal in Kampf sehen werden. Deswegen schauen wir uns die mal ganz schnell so an. Einmal haben wir hier Sorey in den Klamotten von Yuri von Tales of Vesperia. Dann einmal Mikleo in den Klamotten von Leon aus Tales of Destiny, dann einmal Rose, boah, ich komme mit den Namen völlig durcheinander, in Milas Klamotten von Tales of Xillia 2, Layla in den Klamotten von Mint aus Tales of Phantasia, Edna in den Klamotten von Elise aus Tales of Xillia und Zavet in den Klamotten von Silos aus Tales of Symphonia. Hatten wir halt auch mal, das mir geräumt ist relativ spät, als ich die ganzen Klamotten alle anziehe, fällt mir auf. In der letzten Folge, was haben wir in der letzten Folge gemacht? Wir haben, ich glaube, ich habe keine Ahnung mehr. Das ist schon so lange her und ich kam sowieso irgendwie im Verzug mit den ganzen Parts. Ich habe, ehrlich gesagt, einen Tag lang vollkommen vergessen, dass ich den Part noch nicht hochgeladen hatte. Deswegen war mal ein Tag Pause. Peinlich. Und ja, ich habe mich aber offscreen weit umgesehen und hier und da ein paar Sachen bekommen, freigeschaltet. Ich habe zum Beispiel Level 96 erreicht, was man wahrscheinlich schon gesehen hat. Ich habe einige Fähigkeiten ja maximiert. Aktionspunktsuche konnte ich nur auf Level 20 bringen. Und ich glaube, das war schon auf Level 19. Also ja, habe ich mal ganz locker hochgelevelt und habe direkt wieder ein paar AP bekommen. Ich habe versucht, die ganzen Normans und die Entdeckungen zu finden. Mir fehlen noch 6 Entdeckungen, wenn ich hier nach dem Ding gehe, nach dem Teil hier. Ich habe 71 und ich habe hier noch 6 Dinger übrig. 2, 3, 4, 5, 6, ja. Und 4 habe ich gefunden. Die werden wir wahrscheinlich in den ganzen Part hier noch suchen. Also 4 wird ja nicht passieren. Aber als erstes. Ich glaube, das hat irgendwie sich nach irgendeiner Kochkunst oder so freigeschaltet, das gibt. Roses Spezialität. Gucken wir uns das an. Oh, Rose-chan, was hast du denn? Ich habe 同じようにやっているはずなのに、最近はうまく仕上がらなかったんだよね。それがようやくうまくできたってわけか。うん。はい。赤霊の羽印のバームクーヘン。私の自信作だ。食べてみて。95点。うまい。しっとりしていて柔らかい。甘さも控えめでちょうどいいです。周りのシュガーコーティングがいいアクセントになっている。 隠し味は蜂蜜とメロン果汁ってとこだ。ええ、よくわかったね。隠し味には自信あったんだけどな。風が読めるからな。あいつの考えそう。そっか。こんなところでも助けられていたんだね、私は。ありがとう、デゼル。Okay. Mal wieder etwas essen, geredet und über verstorbene Leute. Ja, ich muss mich mal hochheim, weil meine Dingens sind hier schon wieder. Ich habe hin und wieder immer Dingens eingesetzt. Leider. Okay. Immer Kräuter, aber irgendwann ging die mir auch aus. Anata, Shiriai no Noremi mo iru no ni, sahodo kyoumi nai wa yo ne. Ma, ii otomodachi de imashou kurai no kankei desu wa ne. Nani sore, suwari nasai yo. Leider wa yatsura wo amaku miteru wa. 50人のノルミンどもを全力で捕獲しないと。エドナさんはノルミンさんが大好きなんですね。傘にもつけてますものね。大好きなんかじゃないわというかなんで座らないのよ。以前も座ったところから徹夜コースでしたし、徹夜はお肌に悪いので、おやすみなさい。こら、座れ。What? Okay. Normensuche. Okay. Hätte ich offscreen ein bisschen eher gebrauchen können. Super. Weil ich finde, ich habe einen Normen, habe ich gefunden. Einen Normen und mir fehlen, glaube ich, noch 8 Stück. Ich gehe halt hier alles hier voll professionell an und finde sie trotzdem nicht. Ey, bis ich die Entdeckungen alle gefunden habe. Ne? Einige waren so richtig mies versteckt. So, ich gehe jetzt. Ich muss mal kurz nach Katzcore gehen, weil da ist schon mal die erste Entdeckung. Gehen wir als erstes hin.
Weil ich bin halt immer so richtig koordiniert abgegangen, weil wir haben immer geguckt, wo zwischen die ganzen Sachen ist. Ich glaube, den habe ich noch nicht gefunden. Ne? Keine Ahnung, wo das sein soll. Zwischen Wiese des Triumphes und Perlhafenweide. Das muss es ja in einigen der Gebieten sein, aber ich finde das einfach nicht. Glaube ich. Ich habe dabei nicht gefunden. Hab. Ich könnte schwören, ich habe die beiden gefunden, weil eins ist im Pendrago und eins ist in der Cambria-Öle. Was hier alles ist. Und ja. Arendoch Wald, da habe ich auch noch einen gefunden. Passt auch hier hin. Und einer müsste hier in Cuts Corner sein. Ja, das ist hier vor Camlin. Camlin habe ich durchstöbert. Mekio habe ich durchstöbert. Vielleicht sind Cuts Corner sogar noch eins. Aber ich kann da nicht hin, weil da diese blöden Katzen sind. Turtles. Keine Ahnung. Also ungefähr so bin ich halt die ganze Zeit offscreen abgegangen. Bei Normals habe ich gar keine Ahnung. So. Da vermisse ich irgendwie das, wie in Xillia 2 oder Xillia auf der Karte angezeigt wird, dass ich in dem Gebiet schon irgendwas gefunden habe. Damit ich weiß, das Gebiet muss ich nicht mehr absuchen. So. Und zwar ist die Entdeckung hier. Hier schlägt das Ding erst auf, ey. Ich krieg die Krise. Und zwar haben wir hier Tierstreifen, Fuchsschwänze, die Musik. Fuchsschwanzsuppe. でっかい猫じゃらしだ。ここまで大きいと周りの猫じゃらしがしっとしてしまいますわよね。猫じゃらしがしっと。ですです。巨大モサモサ感に焼けちゃうというか。ライダー。猫じゃらしが焼き餅を焼くわけですよ。つまり。あ、müssen wir eigentlich immer über Essen reden。猫じゃらし。これで満足。はい。ありがとうございます。こんなのが出身だな。 Was seid ihr Tales of Serie eigentlich mit ihren viel zu, ich sag mal, intimen Esskonversationen? Weißt du, interessiert mich irgendwie gar nicht, ey. Ich will keine Fuchsschwanzsuppe essen, hallo? Irgendwie nur, weil ich da jetzt hier im Spiel gelesen habe, dass ich das dann probieren will oder was. So. Und jetzt bin ich ganz verwirrt. Okay, ich dachte, das wäre eins hiervon, aber anscheinend wird da ein komplett neues Gebiet geöffnet. Super. Das heißt, hier habe ich erst recht keine Ahnung, was da. Mann! Einen Monolithen habe ich auch noch gefunden, übrigens. Und da habe ich mich richtig geärgert, wo der war, ne? Ich hoffe, das ist der letzte. Der war echt. Ich weiß nicht. Ich bin da schon so oft vorbeigelaufen, glaube ich, und ich habe den nie entdeckt. Wo ich Aktionspunkt suche, nicht an hatte. Leck mich. Boah. Okay. Wir haben Cuts Corner schon mal eingefunden. Okay, das heißt, es fehlen immer noch 6. Super. So, Pendrago habe ich eingefunden. Hallo, da. Zwar im Ritterturm. Das ist so blöd, wenn man keine Aktionspunktsuche hat. Weil für die meisten Entdeckungen, die ich in letzter Zeit gefunden habe, muss man die Kamera noch zum bestimmten Winkel erhöhen. Wenn ich also die ganze Zeit so rumlaufe, würde ich die nie finden. Ich muss immer die Kamera irgendwie so nach oben schwenken, um, weiß nicht, die zu finden. Weil selbst mit Aktionspunktsuche bin ich irgendwie verwirrt und weiß nicht, wo die genau sind. Ja. Weil ich will irgendwie erstmal die ganzen Normen und die ganzen Entdeckungen hier abhaken und dann will ich mich um die ganzen Bosse und so kümmern. Weil halt genau andersrum zu machen ist ein bisschen doof. Aber ich habe jetzt nochmal Normensuche. Ja. Und zwar hier dieses Bild hier von dem Typen, den wir allzu gut kennen. Bildnis von Heldalf. Und keinen Skip, super. Jetzt bin ich viel zu spät hingekommen. Wenn ich hier ein bisschen früher hingekommen wäre, hätte ich wahrscheinlich noch ein Skip und so freischalten können, aber nö.
Ja, das Leben bestraft einen halt. Bestraft die Langsamen und die Dummen. Gott, egal. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob jetzt täglich Tales of Hysteria Videos kommen. Weil wegen der ganzen Offscreen-Arbeit hier, die ich mache. Wahrscheinlich kommt dieser Part hier, wir haben jetzt Dienstag, oder? Für welchen Tag haben wir heute? Dienstag, ne? Weil nicht. Und heute kam ein Part. Wahrscheinlich kommt dann Donnerstag wieder der nächste Part, weil ich offscreen einfach Zeit irgendwie investieren muss, um irgendwas zu finden. So, der nächste ist in der Cambria-Höhle. Da ist wieder so ein richtig mies versteckter gewesen. Textdatei. So, und zwar ist da eine Sackgasse. Und ja, als ich da reingegangen bin, ist Zabit aufgesprungen. Jetzt steht er auf einmal direkt prüfen und so, ne? Wenn ich nach oben gucke, man muss ja auch noch richtig perfekt stehen, das ist irgendwie, weiß ich nicht. Hallo? Ja, genau das meine ich. Winzige leuchtende Organismen. Schon wieder zu spät, okay. So viele Skizzen, die ich schon verpasst habe. Ja, was habe ich noch? Ja, ich versuche meine Goldruhe da zu öffnen. Vielleicht ist da so ein, weiß ich nicht, so ein Golem, so ein Titan. Die mir immer noch gute Erfahrungspunkte geben. Wir haben ja wohl bis Level 100 noch gute Erfahrungspunkte geben. Ich denke für, oh, perfekt. Boah, die Kampfmusik von Tales of Hysteria, geil. Ja, Feuer gegen euch, ne? Ja. Ja, Tales of Hysteria, das erste Tales of Spiel, das ich kannte. Weil das ich nie spielen konnte, weil es nie außerhalb Japans rauskam für die PS3. Ich hoffe, irgendwann kommt eine PS4-Version raus, ganz ehrlich. Ich bin irgendwie verpflichtet, den Titel zu spielen, weil der mich in die Tales of Serie reingebracht hat. Wow. Oh. Ich geil, dass dieses der Kampfmusik ist. Vielleicht bekomme ich wieder Urheberrecht-Einsprüche. Das scheint irgendwie so ein Trend bei Tales of Hysteria zu sein. Ich glaube, das ist übrigens. Ja, ich kenne so ein bisschen den Soundtrack von Hysteria. So, Charakter wechseln, falls noch ein Kampf kommt. Ich war eine andere Musik hören. Ja, was wollte ich nur sagen? Wollen wir Erfahrungspunkte, die ich bekomme? Ne, geil. Noch so einen und wir haben wieder ein Level Up. Ja, Tales of Hysteria. Ich spüre mich irgendwie verpflichtet, das Spiel zu spielen, weil es mich in Tales of Serie sozusagen vorgestellt hat. Aber ich konnte es nie spielen. Arondachwald, ja genau, ich weiß. Aber noch halt, wo ist er? Mhm. Sag mal. Ach nee, ich kann mich da glaube ich gar nicht hin, ne? Geh mal da halt. Geld kriege ich übrigens auch gut bei den Viechern. Oh, wollte ich noch mal sagen, ich wollte noch irgendwas sagen. So, Tales of Hysteria mäßig. Also nicht was. Was? Ach so, ich dachte, wir sind in Elysia gewesen. So, fragt sich jetzt nur, wo die nochmal sind. Ich habe unten notiert. Pilze unten. Dann nehme ich mal an. Nee, nicht. Oder unten.
Ach ja, wegen Copyright. Tales of Vesperia scheint irgendwie viel Urheberansprüche zu stellen. Weil ich glaube, in Tales of Vesperia 2 waren gegen diese komischen, wie heißen die nochmal? Diese Ex-Monster gekämpft. Da kam auch immer so eine bestimmte Bosskampfposition. Die scheint auch von Tales of Vesperia gewesen zu sein. Und ja, immer wenn ich irgendwie ein Part hatte, wo so ein Monster kam, konnte ich mir halt anhören. Hier, ja, da, sehe schon. Guck mal her. So, also im Grunde höre ich immer noch die Musik von... Ein Moment. Ich habe den Charakter gewechselt. Ja, essbare und giftige Pilze. Hier ist es genau abgelaufen anscheinend. Boah. So. Dann müsste ich hier die Musik abstellen, ne? So, haben wir jetzt eine andere Musik? Ja, ne? Irgendwann von Stella 2. Oder auch nicht. Ja, das könnte jetzt aus Tales of Destiny sein. Einstellen, welche Musik man hören will. So, Pilze haben wir auch. Lass mal gucken. So, 1, 2. Drei fehlen noch. Ja, hier scheint irgendein Gebiet zu sein, das wir noch nicht haben, weil es ist hier zwischen Mekio und Kamlan. Also irgendwas dazwischen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass zwei Sachen hier in Mekio sind, weil den Ort habe ich auch abgegrast. So, egal. Ich habe noch was gefunden, und zwar... Und wo ist der letzte Schmelztiegel? Laut den Trophäen gibt es 8. Und ich habe einen noch nicht gefunden. Wie geht das? Boah, egal. Mein Gott. Start Camera. Man könnte meinen Gegner, die 20 Level unter mir sind, dürfen ein bisschen schneller kaputt gehen, aber nee. So, haben wir das auch gehört, nehme ich an. Komm her. Das sind die aus Tales of Vesperia 2? Okay. Ich denke nicht. Weil habe ich wie bis zum Erbrechen gespielt. Optionale Dungeon und alles drum und dran. Das kommt mir jetzt nicht so bekannt vor. Aber hätten die nicht die Dingens Musik reinpacken können? Das ist jetzt auf dem Taser-Kampfthema. Jetzt beim Taser, welches ich zu einem bestimmten Punkt gespielt habe, aber ich kann nicht mehr weiter. Muss ich auch mal irgendwann drauf zukommen. Per Let's Play.
Irgendwann. Das glaube ich mal ein einziger, was mir so zur Verfügung steht, was ich explain könnte. Wir müssen halt unbedingt irgendwie als Download anbieten. Irgendwo. Würde ich mir sofort holen. So. So, dann irgendein Tales of Symphonia Lied, ne? Mit Zavet. Wahrscheinlich auch normale Kampfthema, oder? Welches Kampfthema ist das nochmal? Von Tete Holler nehme ich an, oder? Es ist Axelos. Ich finde eigentlich voll Zeit, ne? Ich will die ganzen Lieder auch mal hören. Oh nein. Das habe ich schon lange in meinem Team gehabt. So. Es ist ja kein Gegner mehr. Wird ja nur mal einmal so showcasten. Zwei Kostüme kann ich sowieso nicht zeigen, weil ich Alicia und Diesel nicht habe. Ja, das Lied kenne ich. Das Thema, das erste. Ich hab der. Oh, die geilen Erinnerungen von dem Let's Play. Ich übrigens alles Blind Let's Play kann man sich ja mal angucken, wenn man will. So, also Graces war nicht blind, das habe ich bis zum Erbrechen gespielt, bevor ich das Let's Played habe. Dann Xillia, Xillia 2, Symphonia, alles Blind Let's Play kann man sich mal anschauen, wenn man Lust hat. Auch einige geile Sachen entstanden. Kein Schwein versteht, was ich sag. Ich hätte gerne die Musik im Hintergrund. So, dann holen wir uns jetzt noch. Soll ich jetzt den Norman oder den Dingens holen? Hol mal Norman. Häftlingstausch-Sumpf. Ja. Ja, super. Wo war ich? Ich glaube, da in der Nähe war das. Dann hoffentlich auch den letzten Monolith. Ja, werde ich heute nur ein Part aufnehmen. Wird ein bisschen wenig. Je nachdem, wie weit ich offscreen noch so vorankomme, werde ich dann entweder alle zwei Tage oder jeden Tag hier wieder hochladen. Boah, wo war das nochmal? Ja, ich glaube, ich weiß wo. Da hinten. Lass mich mit dem Finger drauf zeigen, was ich meine. Da muss ich noch den letzten Schmelztiegel finden. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist noch irgendwo ein optionales Gebiet, was ich noch nicht gefunden habe. Außerdem will ich noch ein bisschen leveln, weil ich will die optionalen Bosse, wenn ich die versuche, auch schon erledigen. So, ich habe hier oder? Nee, nein, nicht da. Nein, geh weg. Da war das, da ist er. So, dann haben wir einen Norman. Dämon. Ich kann gegen Furien, was weiß ich. So, fehlen uns noch 7. 8 hatte ich noch. Ich habe, glaube ich, irgendwie so, warte mal, sieht man noch, glaube ich. Nein, meine Güte, hier. Nein, boah, hier, meine Güte. Angeworbenen Norman, ja. 7 Stück brauchen wir noch. Ich werde Norman versuchen, sowas von hochmaxen, damit ich hoffentlich
blöden Viecher finde. So, dann das letzte noch für heute. Führt uns hier zur Gleffetsenke. Das ist jetzt sowas von geil. Ich glaube hier war das, ne? Das ist jetzt geil, wo der ist, ne? Wo ich den übersehen habe, ey. Wie ich den übersehen habe. Boah. Da hol ich das an. Das war toll, ne? Wie oft bin ich jetzt hier schon durchgegangen? Schwupp. Hm. Bams, hier ist ein verdammter Monolith, ey. Ich kriege Abwehr. Einige Karten. Ja, bla bla bla, ist egal. So, warte, letzte Monolith. Da müsst ihr jetzt eine Trophäe aufploppen. Tut's nicht. Okay. Verdammt, da fehlt immer noch einer. Oder mehrere, keine Ahnung. Okay, mit dieser unglaublich geilen Musik verabschiede ich mich dann. Dann wahrscheinlich ausgeht immer noch hier durch die Gegend rennen, ich die letzten Normen und Entdeckungen und so finde. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Cesseria. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage tschüss, bis nächsten Folge.